willkommen zurück zu Let's Play Mario Party bzw. Super Mario Party auf der Switch. Und zwar, wie wir wissen, nehmen wir wieder die Rosalina, ist ja ganz klare Sache. Ja, okay. Und wir werden heute das dritte Gebiet zocken. Warte mal. Aber wir laufen erstmal. Natürlich stark. Auf jetzt Yoshi, Luigi und Prinzessinnen-Gegner. So. Dann gucken wir mal, was wir denn schon alles haben. Also, Spiel fortsetzen. Und wann war das denn? Wird an der Stelle weitergespielt, wo am letzten Mal aufgehört wurde. Wir gucken einfach mal ganz kurz, was das ist. Weil das war doch... Wurde die letzte Runde nicht gespeichert? Wurde echt die letzte Runde nicht gespeichert von letztem Mal? Den hat er zum Beispiel gar nicht eingesetzt. Wir sehen jetzt ein alternatives Ende. Ich meine, ihr habt gesehen, ich habe gewonnen. Aber, bin jetzt mal gespannt. Das Lustige ist, seit der Aufnahme habe ich das Spiel nochmal gespielt gehabt und da musste ich das nicht einfach fortsetzen. Willst du mich verarschen? Das ist alles nicht so passiert. Wenn es jetzt auch noch andere Zusatzsterne gibt, dann verliere ich das Game wahrscheinlich sogar noch. Muss auf jeden Fall mindestens ein Feld nach vorne kommen, also von daher. Weil ich meine, da ich der Einzige war, der überhaupt einen hatte, einen Verbündeten. Deswegen habe ich nämlich den Verbündeten als Stern bekommen. Okay, der Typ hat nur einen Stern, ich meine. Ja, das hat der Goomba auch gemacht. Und dann hat er sich halt noch den Stern geholt. Das weiß ich. Und dann hatte ich schon so überlegt, scheiße. Jetzt hat er genauso viele Sterne wie ich. Aber ein Gold weniger. Und dann habe ich nämlich das Minispiel gewonnen. Und dann hätte ich auch, wenn der gleich viel Sterne gehabt hätte, hätte ich mehr Goldmünzen gehabt, dass wir jetzt überhaupt dieses alternative Ende hier zocken müssen. Ich meine, ich will ja jetzt nicht die Punkte missen. Da, genau so sah das nämlich auch aus, nur dass halt Waluigi jetzt gerade echt gefährlich wird. Und ich jetzt weiß, dass ich das Minispiel gewinnen muss. Ich frage mich aber, wie es sein kann, wenn Computer programmiert wurden, wie das sein kann, dass es da ein alternatives Ende geben kann. Jetzt bekommt der auch noch einen. Ohne Scheiß, was ist das denn? Leute, das ist alles nicht so passiert. Wir befinden uns hier gerade in einem ziemlichen Paralleluniversum. Was ist denn das? Achso, einfach Team-Mini-Spiel, okay. Einfach nur Verdrängung. Kann ich auch direkt starten.
Hauptsache, wir können schnellstmöglich eine neue Runde beginnen. Und ich hoffe einfach mal. Start! Dann bleibt es dabei, ich gewinne das Minispiel. Scheiße. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Dass der Goomba... Hat der Goomba nicht sogar den Zusatzstern bekommen für den richtigen Mitspieler? Und der hat den dritten gar nicht bekommen, sondern Buhu. Ich habe auf jeden Fall mit 4 Sternen gewonnen, das weiß ich. Ja, jetzt kommt's. Den bekomme auf jeden Fall nicht ich. Wenn den Goomba bekommt, habe ich verloren. Hä? Habe ich echt so viele Items benutzt beim letzten Mal? Ja, jetzt habe ich eh gewonnen. Doch, ich habe eh gewonnen. Ich habe ja mehr Münzen. Scheißegal, wer den jetzt bekommt. Der Einzige, der mir gefährlich werden könnte. Aber mal gucken, ob es knapp wird. Oh, ich bekomme beide. Habe ich halt mit 5 Sternen gewonnen. Passiert auch mal. So. Dann lassen wir das hier. Müssen wir das jetzt nicht mehr auf uns wirken lassen. Jetzt habe ich 2-mal gewonnen. Das war's dann mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Nein, Spaß. Wir werden ja jetzt das neue Gebiet zocken. Diese goldene Stadt, die wir bei der ersten Folge freigeschaltet haben. Hallo? So. Geil. Das Lustige ist, die Punkte haben trotzdem gezählt. Die Punkte vom letzten Mal habe ich trotzdem drauf bekommen. So. Ich weiß gar nicht, ich glaube hier war... Das haben wir auch noch nicht gespielt, ne? King Bomb Oms Pulverfass. Wir haben Riesenobst und die Ruine haben wir auch. Aber wir werden jetzt mal das hier zocken. Und beim nächsten Mal zocken wir dann die Bomb Om Gedönses. Weil ich... Hat Kamex Vertrackter Turm, okay? Gucken wir mal. Das einzige Problem ist, wir sind jetzt schon 7 Minuten dran. Das heißt, die Runde wird auf jeden Fall etwas überzogen. Ah, vielleicht zweiteile ich die auch. Mal schauen. Gucken wir mal, wie lange wir brauchen. Ich kenne diese Map ja absolut gar nicht. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt, ob es laggt, ich Idiot. Ich spiele jetzt einfach erstmal. Ich bin nicht zum ersten Mal hier. Nö. Wir scheißen auf die Regeln. Okay, leckt nicht, alles klar. Ich kann trotzdem in der Mitte spielen. Und wir sind Zweiter. Ja, Zweiter ist noch in Ordnung. Obwohl Vierter manchmal auch ganz gut ist, weil man weiß, dass nach einem keiner mehr dran ist. Ne, ist eigentlich Bullshit, dass das gut ist. Ich meine, die sind ja nach einem wieder dran am Minispiel. Okay, hier gibt es auf jeden Fall wieder Röhren, aber man kommt da von rechts und muss in die Röhre rein, alles klar. Und da kriegt man auf jeden Fall Münzen drin, ich sehe aber keinen... Was? Warum sind da 2? Wer hier rüberkommt, kann auch jetzt zu Beginn schon 2 Sterne auf einmal abkassieren, also fleißig Münzen sammeln. Okay. Das klingt ja schon mal nach 20 Münzen. Gucken wir erstmal. Gut, dann ist einer vorher dran, da weiß ich, wo er langläuft. Felder bis Stern 16. Ja, das steht ja jetzt eh da unten. Ja, kannst direkt mal 5 Münzen ausgeben, mein Freund. Warte, da ist jetzt was anderes drin. Münzklauffalle? Na super. Bin ich fast schon am überlegen, das erste Minispiel extra zu verlieren. Oder mir das Ding auch zu kaufen. Ganz ehrlich. Ich meine, das lohnt sich ja. Das klaut 5 bis 10 Münzen. Da kannst du ja an sich
entweder plus minus null, aber du ziehst wem anders die 5 Münzen ab, die du dafür bezahlt hast, oder du machst sogar mehr Kohle, ne? War eigentlich gar nicht so dämlich, sich das zu holen. Und ich glaube langsam, dass dieses Spielbrett, egal wie man läuft, dahin führt. Alter, ernsthaft jetzt? Du wirst bei einer 1 mal nicht bestraft. Krasses Schwein, ey. Ja, dann kann man schön der Daisy mal die Münzen abziehen, würde ich mal sagen. Wenn das nicht Yoshi sowieso vor mir macht. 3 vs 1. Klotzkanoniere. Einfach nur das Ding abballern oder was? Die Kanone des Einzelspielers muss erst abkühlen, bevor sie wieder schussbereit ist. Alle Bauklötze umschießen, das wollte ich wissen. Das wollte ich wissen, Freunde. Wieder am Schreien ist. Ende! Wenn der es taktisch gut angestellt hätte, hätten wir keine Chance gehabt. Der kann nicht mit dem fetten Ball direkt in die Mitte reinschießen. Bitte mal 2 extra Münzen. Für Teamwork mit den Computern. So, ja, das finde ich jetzt gut. Der Yoshi zockt's der Daisy ab, ich zock's dem Yoshi ab. Wenn er es jetzt macht, sonst zock's ich der Daisy ab. Nice. Na super, zufällig, wir wissen ja, wo das endet. Hä? Kann es sein, dass zufällig immer auf dem, nicht auf dem Ende der Spieler ist, wie ich ihn nämlich letztes Mal dachte, sondern der am meisten Münzen hat, hätte er auch ziemlich auf mich zugetroffen. Boah, hat der einen Luck. 9 Münzen kassiert. Das ist... Okay, da muss ich gucken, was es mehr bringt. Ich weiß es gerade nicht. Aber das wird mir ja sowieso vorgeschlagen. So, Items, jaha. Ich weiß, dass man Items einsetzen kann. So, schön 10 bitte. 10. Na, 7. Super, hat er immer noch ein Plus von 2 gemacht. Yeah. Toll, auch eine 4. 1, 2, 3. Muss mir jetzt mal das Spielbrett angucken. So. 1, 2, 3. Und da komme ich. Ups, warte. 1, 2, 3. Da komme ich sowieso zu dem. Da komme ich ja weiter, wenn ich oben lang gehe. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Natürlich. Von dir fliegendes Gedönses kaufe ich einen überteuerten Würfel. Ich hoffe zumindest, ich habe jetzt nichts Falsches gemacht. Oh mein Gott, ich habe wirklich nichts Falsches gemacht. Schade. Nur Münzen. Luigi ist am Zug. So, gucken wir mal, wo das lang führt. Oh mein Gott, wie kann man nur so behindert sein?
Das heißt, wenn man da lang geht, muss man auf jeden Fall den Stein bezahlen. Mehrere Turbopilze. Ist das geil. Direkt drei Stück, ey. Da ist ja mir schon wieder ein Item voraus. Man muss ja auch immer schon planen, wie das aussieht mit den Bonussternen. Das wird sie auf mich einsetzen. Das heißt, ich muss jetzt unbedingt möglichst fast irgendwo hinkommen, wo ich Kohle ausgeben kann. Boah, jetzt kriegt die auch noch irgendwas. Wow, jetzt ist sie wieder über 10 Münzen. Krasser Typ. Okay, auf jeden Fall alle Wege führen zur Spitze der Pyramide. Das sehe ich, glaube ich. Das ist, glaube ich, so. Dreirad-Derby. Gleichmäßig gebräunt. Och nö. Da ich das Spiel eh nicht kann, können wir auch direkt starten. Das ist das dritte Mal, dass ich dieses Spiel spiele. Ich habe noch kein Spiel, fast kein Spiel zweimal gespielt. Dann jetzt schon zum dritten Mal. Start! Bin zu doof dafür. Da, die brauchen alle nur noch eine Seite. Krass. Ich hab gewonnen. Ende. Dazu sagen wir jetzt mal nichts, ne? Daisy, du kannst das einfach nicht. Du kannst nicht kochen. Oh yeah. Ja, ich hab's wieder waagerecht. Chill your life. So, wieder schön 8 Münzen kassiert. Bam, bam. Jetzt hoffen wir mal, dass wir nur noch 6 Felder zum Stern haben. Gucken wir mal bei dem, wie es da aussieht, dann können wir ungefähr abmessen. Okay, steht bei ihm gerade nicht. Ah, noch 6. Der hat noch 6 Felder zum Stern? Gib mir mindestens eine Münze, wenn du vorbei willst. Toll, der kann sich jetzt direkt beide holen, das Otto-Kind, ey. Ich glaub's nicht. Unbedingt herausfinden, wo Lakito ist. Um den wenigstens einen wegzunehmen. Oh, ein Stern kostet jetzt 15 Münzen. Ah, dafür ist das da. Okay. Ach, es bleibt dabei. Die gibt's immer da oben. Ja, das ist doch fair. So, wie viel habe ich noch zum Stern? Ich weiß. So, Spielbrett. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ernsthaft jetzt? Ich komme da nicht hin. Blaue Route für den Weg zum Stern. An einem hungrigen Kettenhund vorbei. Die rote Abkürzung aus, aber du kannst sie nicht nehmen, ohne dass ein Steinblock von dir Münzen wegen Wegegeld hat. Dann wäre noch dieser Weg links. Der führt anscheinend nirgends hin. Oder noch?
Und was passiert auf dem Ereignisfeld? Nein, ich bin so doof! Kann ich nochmal zurückgehen? Ich hab doch den Achterwürfel, Mann! Oh. Geil, jetzt wenn ich Pech hab, mache ich die schön zu 20 Münzen, oder was? Okay, kostet wieder 10. Hab nichts Schlechtes gemacht. Warum hat der dahinter sich Playstation-Teile, oder was? Ist das ein Gag? Oder? Nur der kommt so oder so nicht hin. Der bräuchte quasi eine 11. Also. Ja, und was macht die Olle? Ne? Die klaut mir jetzt erstmal Münzen, aber gut. Oder auch nicht. Dann halt nicht, ne? Die haben es aber auch mit ihren niedrigen Zahlen, ne? So wird die nicht gewinnen. Ja, momentan sieht ziemlich nach Yoshi oder mir aus. Aber wer weiß, ne? Das Spiel ist noch nicht gespielt. Die letzte Runde ist noch nicht ausklabustert. Wie gewonnen, so zerronnen. Och nö, ist das dieses Push-Spiel. Das kann ich bei 7 Münzen einfach aufhören. Aber egal, man startet ja an sich mit 0 oder so. 3. Bombe. 5. 2. 1. Bombe. Geil! Zero! Boah, die hat 12 und 13 Münzen bekommen, die Ottos. Was hatten die denn für ein Glück? Yoshi, Yoshi, Yoshi. Das wird dir nicht gut tun. Das wird dir gar nicht gut tun. Was hat der für einen Luck? Jetzt wird der da wieder hin transportiert. Also nicht der wieder. Hey, da sind echt überall, guckt euch da, Playstation-Dinger drin. Das ist quasi die Playstation-Pyramide. Ja komm, ich will ganz sicher keine Null würfeln und dann zwei Dinger da bekommen. Ja, das kannst du knicken. Schön die 6. So wie es sich gehört. Natürlich nehme ich die Sterne. Und jetzt auswürfeln, die sollen 20 kosten. Yeah! Sterne erhalten! Ups, da ist man doch wieder auf dem ersten Platz. Boah, hier werden viele Sterne fließen, habe ich so das Gefühl. Sehr, sehr viele Sterne. Komm, 20, 20, 20. 15. Ich glaube, 15 ist das Maximum. 5 Minimum und 10 halt Mittelmaß. Hätte ich eine 5 gewürfelt, wäre ich jetzt genau da, wo er auch ist. Super. Aber egal, ich komme am Shop vorbei. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Yay! Wie geil, der ist dann ausverkauft. Der hat quasi nur so viel, bis Ende ist. Ist der bescheuert? Der hat ernsthaft einen Turbopilz gekauft, um einen Turbopilz wegzuschmeißen. Was für ein geiler Typ. Die will das immer noch nicht einsetzen. Okay, weil sie selber führender ist. Die machen das scheinbar nur, wenn sie knapp bei Kasse sind, oder was? Wer nichts kauft, hat nichts verloren. Das stimmt. So hast du Münzen verloren. Bin ich mal gespannt, ob das Ding geschlossen ist. Oder ob das neue Items bekommt. Und da ist irgendwas mit dem Kettenhund. Geil. Das gefällt mir. Das sehe ich immer schön, wenn Gegner richtig schön auf die Mütze bekommen. Sehe ich gerne. Vierer-Minispiel. Oh, Dreirad-Derby.
Wie ein Behinderter. Kenne ich auch noch. Fangen wir jetzt an wie so ein Spastiker. Also wenn ihr komische Geräusche hört. 2, 1, los! Da, Dampf, 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 Dampf. Neue Bestzeit. Ja, Bestzeit war 9. Also ist es eine neue Bestzeit. Neuer Rekord. Hab jetzt zappelt wie so ein Weltmeister. So, schön 8 Münzen. Komm mal, wieder schön drauf. Kann ich mir auf jeden Fall 2 Sterne von leisten, von den 35, die ich jetzt habe. Aber wir müssen ja auch erstmal da oben hochkommen. Ich hoffe, ich krieg so einen Goldpilz oder sowas. Wäre schon mal sehr, sehr nice. 1, 2. Aber mal gucken. Gladder 9. Okay, der wird wohl nicht die Abkürzung nehmen, oder? Da holt er sich lieber nochmal ein Item, was er nicht einsetzt, wa? Oh, ein Turbopilz. Kannst du ja vorne gleich einen dritten holen, wenn du Bock hast. Scheiß auf einsetzen. Braucht man nicht. Ich sollte die auf sehr schwer stellen, vielleicht. Setzen die dann auch mal ihre Items ein. Oh. 2, ich hasse es. Warum geben die eigentlich jetzt schon alle 6? Fällt mir jetzt mal so auf. Warum nimmst du den in der Mitte? Warum nimmst du nicht den links? Das kostet alles Zeit. Da Angst, eine 0 zu würfeln. Ja, natürlich kriegt er die 10. Damit überholt er mich wieder. Der hat genau 30 Gold. Der Otto. Oh yeah. Boah, jetzt sind schon 6 Sterne im Spiel. Sterne erhalten. Noch bin ich Erster, Freunde. Noch. Wieder nur 10. 5 wäre krass und dann 4 Sterne kaufen. Geht leider nicht, aber der immer maximal 2. Siehste? Und genau da, wo ich bin. So schnell holt der einen ein. Wenn ihr überlegt, als ich den Stern bekommen habe, war der noch hinter Daisy da unten. Na super. Ja, wird sowieso mich treffen. Hä? Der hat nur 6. Okay, damit ist meine komplette Theorie über den Haufen geworfen. Ich muss was trinken. Oh, leider habe ich meine Flasche so weit weggestellt. Ja, richtig. Auf meine Sweatshirtjacke in die. So, jetzt. Die über dem Stuhl hängt, ist Pickle Rick. Oh. Boah, wenn der Stuhl nicht diese ekelhaften Geräusche machen würde, ne? Pechfeld, du verlierst 8 Sterne, die du in den nächsten Runden sammelst. Wenn du dann gewinnst, dann hast du ewig gewonnen. Dann bist du der Gewinner. Das gefällt mir, aber an wen? Oder an jeden? Ach, wahrscheinlich an dem mit dem wenigsten, ne? Geil, die hat ihm gerade noch welche abgezogen. Hat sie ja trotzdem Ewin gemacht. Ausgerechnet mit dem Typen. Zutaten, aber zackig. Ja, toll, da kannst du eh alles selber sammeln. Okay, nicht. Wir sind diesmal links, glaube ich. Wir sind das linke Team, ne? Ja. Nein, die haben den lilanen Toad. Start! So, next one. Next one ist eigentlich immer Fleisch dabei. Okay, diesmal nicht. Geh weg. Hab ich geschafft. Nochmal. Boah, Alter, entscheid dich mal. Hol Salat.
wäre fast schneller gewesen. Ende. Egal, wir haben sowieso... Wir haben nur einen mehr? Fertig? Yeah! Krass. Kam mir jetzt echt nicht so vor, dass wir so lahmarschig waren. PC fast... Krass, ey. Übel. Übel, übel, übel. Das war zu viel des Guten. Aha. Was habe ich da eigentlich als Ohrringe? Sind das Blitze? Bin ich der Donnergott? So. Ja, Yoshi, ich weiß, du hast auch noch einen Zug. Genau, und weil du gerade 3 von diesen Scheißdingern bekommen hast, wo ich dich am liebsten für ohrfeigen kann. Nee, der hat gar nicht 3 bekommen. Hat er die einfach gesammelt? Ich weiß es nicht. Ja, schaffst du noch nicht. Gucken. Ja, hat 3 neue Items. Alles klar. Dann holt er sich jetzt wahrscheinlich den. Ist der bescheuert? Okay, mit seinem Gold hätte ich das dann doch nicht gemacht, weil der kann sich ja nicht mal einen leisten. Okay, jetzt wieder. Aber auch nur einen. Und wenn du da oben um einen vorbeigehst, auch scheiße, ne? Aha. Bam, eine 6 ist nice. Ich bin gerade am überlegen. Ich brauche ja an sich keine Münzen, aber dem die abzuziehen wäre auch nice, ne? Obwohl, der kommt nächste Runde sowieso vor mir da oben an, also scheiß drauf. Der ist ja jetzt schon so weit, dass der da auf jeden Fall dran kommt. So, jetzt können wir uns hier nämlich auch noch den Dingens. Das Dingen holen hier. Da hätte ich nämlich jetzt gehofft, dass wir uns wieder den holen. Dann hätten wir nämlich nächste Runde auf jeden Fall wären wir nach oben gekommen. So steht es halt leider noch in den Sternen. So, mal gucken, ob der Spasti... Sorry, ich wollte nicht Spasti sagen. Eine 6 würfelt. Ja, auf jeden Fall würfelt er eine 6. Er kommt auf jeden Fall Felder vor mich. Oh, mit seinem 7er würfelt eine 0, eine 0, eine 0, eine 0. Hat das Ding überhaupt eine 0? Das hat, glaube ich, einfach nur viele Einsen. Egal, der kommt auf jeden Fall vor mich. Ein Punkt, glaube ich, ne? 4, 7. 7 müsste er dann gewürfelt haben. Wie sich jeder einfach diese Münzklaufalle da holt. Aber ich meine, die ist ja auch rentabel. Oh, schon wieder das Lucky Loser Feld, ey. Ja, komm. Ihr kriegt hier, ey, ihr kriegt mal Münzen ohne Ende geschenkt. Ach, Daisy ist auch noch da. Der macht das mal schön auf 15. Genau. Oh ja. Warum auf mich? Was? Warum? Weil ich am meisten Münzen habe oder was? Wie wär's mal mit dem Lackaffen da vorne? Verständnislos. Verständnislos bin ich. Jetzt bin ich wieder gespannt. Könnte das Taktik sein? Dass die jetzt auch nur einen Stern anbietet. Dass man den erstmal holen muss. Bevor die wieder 2 neue hat. Das wäre nämlich auch eine Idee. Daisy will es wissen, ja genau. Ne, hat direkt wieder 2, alles klar. Kann sich einfach nur mal entscheiden. Ja. Bin ich wohl der Einzige, der sich 2 leisten kann momentan, wa? Dann ist natürlich wieder intelligent, dass er mir den Giftpilz gibt, ne? Wenn man so drüber nachdenkt. War das ja strategisch. Alter, was haben die eigentlich alle für ein Glück? Ja, genau, du kriegst natürlich einen Mitspieler. Ganz normal. Alter. Manchmal glaube ich echt, dass sie mich verarschen. Zärtlich wert am längsten. Ach, das ist das mit dem. Ja, ja. Dem Streicheln. Die einem runterholen, ne? Ja, ja, finde ich. Das kann man ziemlich lange machen. Ich, bitte. Okay. Die fangen eigentlich immer ziemlich.
dürftig an. Da zweimal und das war es. Oh, dreimal? Viermal? Warum traut er sich denn so viel? Da, ich wollte gerade schon sagen, das machen die normalerweise. Mal einfach so viel, bis das Auge zwickt. Vor allem gehen auch nur vier. Yoshi will es echt wissen, ne? Dämlich ist, wenn das Ding jetzt aufwacht, ne? Bin ich Zweiter. Das finde ich, das ist das Asoziale. Obwohl, wenn es bei ihm aufwacht, ne, bin ich Erster, aber... Normal müsste man dann nochmal drankommen, damit das überhaupt fair ist. Fällt mir jetzt gerade so auf. Da, ich bin jetzt Zweiter, obwohl ich noch nicht dran war. Sagt mir das mal bitte. Was ist das für ein Schwachsinn? Also das Spiel ist definitiv nicht anständig durchdacht. Luigi ist der bei mir hinten ist, ne? Der gerade es gekauft hat. Yoshi bekommt 0. Perfekt. Yoshi kann sich nicht mal einen Stern leisten. Aber wenn bei dem Daisy-Ding jetzt keine 3 dabei ist, dann nehme ich das. Weil der hat ja auch keine 1. Ja, schade. Ja, mein Rivale. Ach, das wird trotzdem ausgewürfelt. Boah, 5. Jetzt hättest du hier sogar 2 kaufen können, mein Freund. Bam. Oh, minus 6. Geschieht dir alles recht. So. So, und jetzt muss ich mal kurz gucken, wie es mit bei meinen Würfeln aussieht. Ich krieg auf jeden Fall eine plus 1, das heißt 1, 2, 3. Okay, ist scheiße. Die 3 wird mich weiterbringen, die 4 auch. Hier ist das Problem, die 1 bringt mich auf dem Feld, die 2. Gut, nehmen wir meinen Würfel. Oh ja. Wer kann sich jetzt alle Sterne holen? Ich kann mir jetzt alle Sterne holen. Ich weiß, dass du auf mich gewartet hast. Natürlich, nämlich 2. Ich wollte gerade sagen, wie 10 Gold? Einen nicht verklicken. Aber nee, du hast ja nur 5. Und dann kriegt man trotzdem beide in den Arsch geschoben. Oh yeah. Das wird ziemlich stachelig. Mal sehen, wie viel der Stern jetzt kosten wird. 15 wäre geil. 15 wäre sehr, sehr geil. Oh yeah. Dann die anderen nehme ich erstmal Seite. Boah, das irritiert mich so mit den PlayStation-Zeichen da. Warum machen die sowas? Haben die PlayStation aufgekauft? Geil. Da wollte ich hin. Wario. Oh, der tut's auch. Du wirst sehen, was ich für ein knalliger Typ bin. Ja, wenn man eine 1 würfeln will, ne? Dann bist du echt der Hammer. Mir fällt gerade auf, man kann gar nicht zweimal hintereinander auf dem verbündeten Feld kommen. Weil der Typ ja mindestens eine 1 für dich würfelt. Und damit kommst du auf jeden Fall ein Feld weiter. Ja, kauf dir den, klar. Riskier, dass du dir nicht mal einen leisten kannst, wenn du jetzt auf ein rotes Feld kommst. Ach so. Okay, ich habe jetzt nicht gesehen, was der für eine Zahl gewürfelt hat. Jetzt kann er sich ja einkaufen. Natürlich nimmt er den Stern. Ist ja kein Versager. Wie Yoshi. Oh yeah! Oh. Sterne halten!
Yeah. Luigi will es wissen. Was will der denn wissen? Wie viel ein Stern kostet, oder? 10, wieder völlig in Ordnung. 15 sind auch in Ordnung. 5, alles ist in Ordnung. Momentan laufe ich immer mit so viel Gold rum, dass ich mir immer 2 kaufen kann. Egal, was für ein Preis das Ding hat. Ja, der bekommt jetzt natürlich wieder schön einen Turbo-Pilz. War ja klar. Stehen wir jetzt gerade alle hier unten rum? Was? Weißt, wir haben alle in unserem letzten Zug versucht, ne, Yoshi, einen Stern zu kaufen. Jeder Spieler setzt Münzen und dann, wenn die jetzt in 20 würfelt, reiße ich dir die Kleider vom Leib. Sieben ist okay, das kann wenigstens jeder bezahlen. Außer Luigi. Bisschen spät gedrückt, oder? Darf schon sagen. Selbst die 7 konnte kaum einer bezahlen, wenn du überlegst. Da sind nur 21 zusammengekommen, das heißt, einer hatte quasi 0. Unnenballerei. Starten wir einfach, das kennen wir ja. Wir werden einfach sparsam sein und wenn die Leute auftanken, die rausschießen. Taktik. Was ihr schafft. Sparsam wert am längsten, wa? Überlegt, wie viel Münzen ich habe und die anderen. Die armen Schweine. Oh, 3 Runden. Was passiert denn jetzt eigentlich? Bringen die dann 12 Münzen? Diesmal echt geil, ne? 1, 2, 3, 4 von den Sternen her. Ein Applaus. Ausgerechnet Lakito? Daisy wird gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt für mich bei 70%. Nein, sagen wir 80. So ein Schwachsinn. Die müsste allein zweimal nach oben kommen, um noch zu gewinnen. Eine verdeckte Blockkarte. Super, da kann ein Stern drin sein, aber das war es dann auch schon. Ah, die geben jetzt 10. Okay, 12 wäre auch übertrieben, wa? Bis zu 3 Sternen, Alter! Ja, jetzt noch das eine Pechfeld da. Ich glaube, mehr gibt es gar nicht. Ja, mehr gibt es nicht. Das Fiese ist einfach, dass es kurz vor den Sternen ist, dieses scheiß Pechfeld. Ja, Yoshi, Würfel. 19 Felder hast du. Doch, du wolltest doch nur eine 1 würfeln. Streber. So. Ich weiß, dass ich einen anderen Würfel verwenden kann, aber als erstes aktivieren wir den Turbo-Pilz und dann gucken wir mal, was das nochmal war mit dem Mini-Bowser-Dingen. Ah, 111449. Wir benutzen den normalen. Ist mir alles zu riskant. Ja, 5 läuft. Von dem eine 2 und eine 3 von mir nochmal.
Da kommen wir auf jeden Fall ordentlich weit. So, dann können wir uns nämlich hier nochmal einen Turbopilz kaufen. Also Einkäufer sind wir auf jeden Fall. Wir haben bisher am meisten eingekauft. Schaffen wir das noch? Ja, wir haben ja quasi noch einen Turbopilz haben wir noch. Das heißt, wir schaffen auf jeden Fall noch einmal, uns die drei Dinger zu holen. Ja, mich. Wäre ja auch unlogisch, wenn du irgendwen anders wählen würdest. Der Wirbel aus der Flasche. Na, 4 oder was? 6. Ist in Ordnung. Ich habe allein 10 diese Runde gemacht und 3 ausgegeben. 7. Habe ich immer noch einen gemacht. 10 bekommen. 3 für den Pilz ausgegeben. 6 hat er mir abgezogen. Ja, natürlich, der kauft hier den Fleisch aus der Gasse. Was? Der Fleisch aus der Gasse? Der Geist aus der Flasche, meine ich. Der Fleisch aus der Gasse. Oh mein Gott. Daisy ist am Zug. Roll the dice. Achso, da sind ganz viele Dreien und Vieren. Schätze ich jetzt einfach mal, ne? So der Anti-Risiko-Würfel. Warum setzt die eigentlich ihren Dings nicht ein? Die kann nur einen Verbündeten bekommen, dann hätte sie wenigstens eine 1 mehr gehabt. Manchmal verstehe ich die Gegner nicht. Och, wie kann denn das sein? Mein Hass spielt zweimal hintereinander. In einem Match. Boah, ist der derbe zum Kotzen, ey. Ja, komm. Erst ist schon mal draußen. Kein Bock auf dieses Spiel. Das Spiel ist scheiße. Komm. Zu weit. Ah, fertig. So Leute, der Rekord, der wahrscheinlich angegebene Rekord liegt bei 25 Sekunden. Aber ihr seid ein bisschen scheiße, ne? Könnt ihr das nicht? Ja, ich habe das jetzt schon so oft gespielt, dass ich es langsam drauf habe oder so. Ja, Luigi ist fertig. Ende! Vom so kurz angebraten, das Ding muss sowas von Englisch sein. So ein Würfel, das sieht voll unappetitlich aus. Na, willst du ein Würfelstück fressen? Aha. So, übrige Runden 2. Ja, jetzt nimm du erstmal deinen Würfel, dass du wieder eine 1 würfeln kannst. Ja, benutzt nur seinen Yoshi, würf 0 bitte. Damit haben sie Glück, das können sie. Kauf dir das Münzding, damit du wenigstens einen Pilz kaufen kannst. Ach, einen Stern kaufen kannst, falls du noch dahin kommst. Ich meine, es sind nur noch 2 Runden. Und das war quasi deine letzte und du hast 3 Items. Du bist komplett behindert. Hat der gerade ernsthaft... Hat der das gerade wirklich getan? Der hat das gekauft und weggeschmissen? Boah, man muss manche Leute musst du anzünden. Die sind ja eine Gefährdung für die Allgemeinheit. Krass, kann mir die Sterne kaufen. 8, 11. Kaufen wir. Ja. Da kannst du aber einen drauf lassen, dass ich noch was bei dir kaufe. Hier, schön die 6. Ich glaube, die 3 hätte mehr gebracht. Fällt mir gerade auf. Egal. Hier gibt es irgendwie keine goldenen Pilze. Mir egal, ich habe jetzt 7 Sterne. What the fuck? Du hast dir kurz vor Ende die Partie gesichert. Ha, aber sowas von. Ich hätte die zwar schon vorher safe, aber... Am Ende knallt die Peitsche, wa?
7. Aha. Gucken, wie viele Bonussterne. Ich wette, hier gibt es auch 3 Bonussterne. Mal gucken, wofür. 15, 15, 15. Oh yeah. Bitte schön 45 Münzen sammeln, damit ihr mich einholen könnt. 4, wo war Nummer 4? 1, 2, 3. Okay, einfach nur ein blaues Feld. Schade, Marmelade. Oh, er benutzt mal ein Item. Giftpilz. Nee, du benutzt den zweiten Turbo-Pilz, weil der erste Unglück bringt. Den ersten, den hat er, glaube ich, schon 1000 Jahre. Der hat schon seit Spielbeginn. Ah, der will die Abkürzung nehmen, damit er es vielleicht nächste Runde noch schafft. Ob der hat jetzt auch nur noch 6 Felder vor sich, also er schafft es sogar, wenn er den Turbo-Pilz benutzt. Die ist intelligent. Nächste Runde kann sie dann das andere verwenden. Oh mein Gott. Prinzessinnen-Power oder was? Alle Prinzessinnen auf einem Spielfeld. Du bist mit Peach verbündet. Noch 12 Felder bis zum Stern. Ah, nimmt den Peach-Würfel. Krass. Das sind 3 gewürfelt. Mit allen anderen hättest du wahrscheinlich mehr Glück gehabt. Wenn du jetzt was kaufst, muss man dir leider eine Ohrfeige geben. So, und wenn sie jetzt gleich nächste Runde das Ding benutzt, anstatt das andere, was eine viel geilere Karte ist, wo sie vielleicht noch einen Stern ergattern könnte. Egal, ich reg mich drüber nicht mehr auf. Ich weiß, diese Computergegner auf schwer, auf stark sind ja. Und einfach scheiße. Muss er auf sehr stark stellen, glaube ich. Ach, der Scheiß, den kann ich. Den kann ich! Da, wo es am meisten vibriert, muss man graben. Am krassesten ist es in den Ecken. Und auf dem Weg zu den Ecken kann man natürlich auch ein bisschen graben. Hier zumindest das letzte Mal. 9. Da habe ich mich zweimal hintereinander 9 abgegrast, aber ich kriege jetzt selbst jetzt 36 Münzen. Die sind nicht mal zweistellig. Ich bin schon stark auf die dreistellig zugegangen, also. Bam, plus 36 Münzen. Das ist meine Map. Das ist meine Map. Last Round. Jetzt heißt Items einsetzen, Münzen sammeln und die Shops sind geschlossen. Ja, Yoshi hat immer noch 3 Items, wird dann wahrscheinlich auch mit den 3 Items in das Ende vom Spiel gehen. Herzlichen Glückwunsch, Yoshi. Das war dein letzter Zug. Hammer. Hammer, mega geil. So, wir nutzen den Würfel. Gucken wir mal, was wir würfeln müssen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bringt uns alles nichts, also würfeln wir die 1, da kommen wir am weitesten. Bringt uns echt alles nichts, ne? Wir würfeln die 1. Ja, alle klatschen sie. Aber ich meine, es gibt eh keine Runde mehr. Aber ich möchte wenigstens noch auf ein Ereignisfeld kommen. Die anderen sind ja auch nur einmal drauf gekommen, jeder. Da besteht halt noch eine Chance von 25%, dass ich den Ereignis-Gedönses bekomme, den Ereignisstern. So. Hätte er jetzt sein Item eingesetzt, hätte er sich ernsthaft noch die Sterne holen können. Sogar noch 2 und damit wäre er bei 5 gewesen. Okay, jetzt bist du doof, oder? Warum gibt mir mindestens 4? Warum sollte man dem dann mehr geben? Fällt der auch runter, wenn man dem dann nur 4 oder 5 gibt, oder? Sehe es nicht. Oder warte mal. Der eine hat dem 4 gegeben, das heißt, der nächste muss dem mindestens 4 geben.
Ah, wir haben es verstanden. Das ist ein Taktikspiel. Da, siehst du, was habe ich gesagt? Die bekommt sogar den Stern. Aber nein. Hättest du hundertprozentig fast nicht eingesetzt. Die dumme Troller, ey. So, dann waren jetzt alle dran. Kommt jetzt noch der Showdown. Ach ne, die darf ja noch würfeln. Und natürlich den Peach-Würfel. Weil er so schön pink ist. Die Farbe gefällt ihr wahrscheinlich auch. Oh, 8. Also wenn sie jetzt unten lang geht. Ne, 6, 5. Die kommt nochmal aufs Ereignisfeld. Das bringt doch alles nichts. Es ist keiner mehr nach dir dran. Du hättest ruhig die 7 zahlen können. Damit war sie jetzt zweimal auf ein Ereignisfeld und das ist wieder komplett über den Haufen geworfen, was ich da getan habe. Ja, ist doch eh scheißegal, kommt keiner mehr drauf. Das heißt, Luigi müsste jetzt allein, der ist ja der Führende nach mir, der müsste 4 Sterne in den Bonusstern bekommen, damit ich nicht mehr gewinne. Ne, 5. Ich habe ja am meisten Münzen. Kenne ich. Das ist asozial. Die sind so rampenlicht orientiert. Boah, das war nice. Dr. Allwissend, ey. Ah, ich. Warum hat mich da keiner geboxt? Arschlöcher. Ha! Auch wenn ich ziemlich verschmerzt aussehe. Schon wieder. Boah, vor allem wie der Luigi guckt. Der Raftzahn. Boah, da habe ich aber echt. Diesmal habe ich abgesahnt, ne? Boah, wie ich gerade schön eine ausgeteilt habe. Ende! Ende! 20 Punkte. Gewonnen! Schön die 20 Punkte abgesahnt. Alle Runden sind beendet. Zeit, das Ergebnis zu verkünden auf dem Sternenplateau. Sternreiches Finale. Wer hat denn nun gewonnen? Bonussterne, Bonussterne. Wir wollen die Bonussterne sehen. So, es gibt übrigens einen Stern für jeden Bonus. Der erste Bonus wird vergeben für den Gruppenbonus, verstehe ich nicht. Diesen Bonus gibt es für den Spieler, der sich mit den meisten Verbündeten zusammengetan hat. Ja, super, ist also wieder random. Weil sie hat einen, ich habe einen. Ach so, ist gar nicht random, dann kriegt jeder einen. Wow, habe ich jetzt 8 Sterne. Wie soll denn jetzt überhaupt noch einer gewinnen außer mir? So toll. Der Flitzerbonus wäre am meisten gelaufen ist. Pff, das weiß ich noch nicht mal. Das könnte ich jetzt so gar nicht sagen. Auch an mich. Nice. Damit habe ich dann wohl 9 Sterne. Ja, wer hat gewonnen? Das weiß ja keiner. Guck mal, wie der Luigi hofft. Guckt euch den an, wie der hofft. Er weiß es noch nicht. Oh, und schon ist er enttäuscht. Kriegt man nicht sogar für jeden Stern hier diese komischen Punkte, die auf das Konto gut geschrieben werden? Ich glaube ja, ne? Das heißt, das werden ja diesmal ziemlich viele sein. 9 Sterne, 82 Münzen. So muss das aussehen, Freunde. Gewinnerbonus und Sternbonus nochmal plus 2000. Ja, was soll ich sagen, ne? Da kommt irgendwas auf mich zu. Ah. Du hast alle Spielbretter von Mario Party abgeschlossen. Ich muss fast weinen vor Rührung. Durchhaltevermögen trotz größter Hindernisse, das ist der Beweis wahrer Beharrlichkeit. Zum Lohn verleihe ich dir das Beharrlichkeitsjuwel. Es leuchtet, als wenn Flammen darin lodern. Juwel erhalten! Yay! Scheinbar gibt es 5 davon. Du brauchst noch 4 Juwelen, bis du alle hast. Leg dich ins Zeug, um ein Superstar zu werden.
Glückwunsch! So, das war's dann schon wieder für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Super Mario Party.